Let's play Fallout 4 und erstmal Entschuldigung, dass ich schon ein Stück weiterlaufen musste. Aber ich weiß nicht, was hier jetzt die ganze Zeit los war, denn immer wenn ich an dieser Stelle hier hingekommen bin, ist Fallout 3 abgestürzt und es ging nicht weiter. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Ich hatte auch keine Ahnung, woran es liegen könnte. Absolut keinen Schimmer. Ich habe jetzt einfach auch nochmal eine andere Waffe in die Hand genommen. Weil ich hatte so eine Waffe mit Namen. Nicht, dass es irgendwie daran lag. Kann ich aber auch nicht sagen. Was haben wir denn da? Auch wieder Raider Pack. Ah! So, gehen wir weiter auf Dietrich. Und schleichen könnte ich auch mal noch ein bisschen pushen. So, machen wir mal die zwei. Was war das? Aha, aha, aha. Sich ihre Chance, einen Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zu versetzen, um das Äquivalent von 5 Punkten Glück. Oh! Na, warum nicht? Hau ich alles da rein, damit wir Dietrich mal auf 100 kriegen. Beim ersten Rang des Exos werden sie einfach nicht mehr von Tieren angegriffen. Beim zweiten Rang kommen sie ihnen sogar im Kampf zur Hilfe, aber nicht gegen andere Tiere. Wird bei Hunden, Jaguar, Malbusraten und Brahminen. Nee. Sie haben ihre ganz persönliche Schutzengel bekommen, der mit einer vollständig geladenen 44er Magnum bewaffnet ist. Mit dieser Extra wird der mysteriöse Fremde im Watts-Modus auftauchen, um ihnen zu helfen. Das will ich haben. Mach gleich nochmal ein Save. Jetzt bin ich echt paranoid geworden. Mit den komischen Abstürzen. Das ging mir ein bisschen auf den Sack. So. Ich muss hier besser aufpassen. Mir fällt das immer gar nicht auf, dass hier Minen liegen. Liegende Minen. Ah! Ah! Wie fies. Ich muss so aufpassen. Entschärfen. Wie können die sich denn hier selber noch bewegen? Ah. Hier scheint nichts zu sein. Fuck you. Laserstrahlnetz. Ach Gott. Hat der gerade mit Baseballen auf mich geschossen? Steht da drauf Giants. War hier nur ein einziger Raider. Sieht ganz so aus. Hat sie wahrscheinlich selber Zeug gemacht. Aktivieren Werkbank. Ah, wir können hier nur keine Granate bauen.
War nur der hier. Okay. Aha. Ja, nehmen wir alles mit. Okay, hoffentlich reichen wieder meine Haarklammern jetzt. Ah, es funktioniert automatisch. Schön. Dreck. Nein, jetzt kann ich es nicht mehr aufmachen. Oh. Aber wer weiß, was ist da drin gewesen. Hier wird ein Schlüssel benötigt, ja. Toll, den kriege ich bestimmt nicht. Wein und Wodka. Das ist ja auch, ach, das sind ja auch noch welche. Mach auf. Sonst noch was? Schön, dass ich die sehr leichten Sachen jetzt automatisch schon aufknacken kann. Das macht es ja direkt angenehm. Ah, hab ich nicht. So. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, diese Dreiecke, die da unten angezeigt werden. Lebt denn noch? Diese Dreiecke, die da Alexandria Arms. Nee, lebt nicht mehr. Ödländer Notiz. Johns Schlüssel. Billy, tut mir leid, dass ich das Ding gestohlen habe. Du hast es verdient, es zurückzubekommen. Erinnerst du dich noch an den alten Schrottplatz nördlich der Ruinen von Bethesda? Schau im ausgebrannten Bus in der nordwestlichen Ecke nach. In der Nähe befindet sich ein alter roter Güterwagen. Sag Loreen, dass ich sie noch immer liebe und dass mir alles leid tut. Ich hoffe, dass dieses hier jemand findet, bevor es die Bussarde in Stücke reißen. In Liebe, dein Bruder, John. Alexandria Arms. Hört sich auch noch Waffen an. Mal schauen, was wir hier drin haben. Ich traue mich jetzt die Waffe nicht mehr zu nehmen, weil komischerweise, ich habe jetzt das Gefühl, dass es an der lag. Dabei war die so geil. Es war nämlich dieses da. Jetzt nehme ich einfach die normale Kampfflinte. Wo habe ich denn die? Ich repariere die mal. Sehr schön. So, was werden wir hier drin finden? Raider! Vielleicht gibt's hier drin was richtig, richtig Geiles. Okay, der ist über mir? Ja, ist er. Da wie er schon guckt. Wir haben seinen Kopf verkrüppelt. Nur für, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Was hat der denn da? Tommy Gun. Ich war mit.
Nichts, was steht da drauf? Join. Kann man nicht lesen. Pfeil, für was denn Pfeile? Ich habe ja noch nichts gesehen, dass irgendwie eine Armbrust wäre oder sowas. Ja, das kennen wir auch schon öfter. Wieder ein bisschen Alkohol totgesoffen. Kann man sich nur so gehen lassen. Du zerreißt mich in. Er zerreißt mich in. Was er wohl damit meinte? Also vom Namen her vom Gebäude hätte ich jetzt gedacht, das wäre irgendeine Waffenfabrik oder sowas. Aber das sieht ja hier mehr aus wie so ein Hotel. Hier ist ja die Nobelzimmer. Okay. Und nochmal Nobelhobel. Aber hier haben auf jeden Fall die Raider gewütet, ja, mit ihren schönen Käfigen da. Guck, was das schlimm sein. Was haben die mit den Leuten gemacht in den Käfig? Einfach verhungern lassen? Ich möchte mir das gar nicht... Oh, ne Klischee. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist zu verhungern. So ist ein grausamer, geht's doch fast gar nicht mehr. Was ist so für euch der schlimmste Tod, den ihr euch vorstellen könnt? Wenn wir da jetzt unschlüssig zwischen ertrinken und verhungern. Ertrinken geht wahrscheinlich schneller, da ist Nuka-Cola drin. Ich will da rein. Lustig. Oh! Oh! Ah, noch mehr. Dreckskerl. Jetzt geht's los. Ja, da war ich schneller. Was hattest du Schönes? Dabei warst du eigentlich noch eine ganz hübsche. Du hättest dich einfach meinem Charme bezirzen lassen sollen. Versuche ich jetzt lieber das Ding zu knacken. Wo habe ich jetzt die Hauklammer? Na, so geht doch. Her mit der Quantum, so. Was haben wir hier noch für Zeug? Alles einsacken. Die Musik ist auch wesentlich unheimlicher hier. Die fällt mir jetzt zum ersten Mal so richtig auf. Was ist das? Pistolen und Patronen? Nehme ich mit. Es wirkt auf jeden Fall viel horroriger. Aha. Da kommen wir rein. Kann man nichts gucken. Ich denke mal, da war ich dann auch schon. Denn hier unten?
Glaube nicht. Nix Dornes. Neben Deckung. Was es hier für Bücher gibt. Kann man angucken. Pistolen und Patronen. Und wie ist es Deckung? Was macht das? Sprengstoff um 1 erhöht. Für allen Shit gibt's ja was. Und ich wundere mich, dass ich noch keinen einzigen Gefährten gefunden habe. Noch nicht einmal Dogmeat. Laufe ich einfach falsch? Mache ich irgendwas falsch? Wenn man bedenkt, wie schnell es ja bei Fallout 4 ging. Würde ich sagen, ist die Frage durchaus berechtigt. Machen wir direkt wieder einen Spielstand. Es könnte übrigens auch sein, da ich ja eben wieder mit dem Arbeiten, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, arbeite ich ja schon wieder, dass ich aufgrund dessen manche Videos nicht mehr ganz so lang machen kann. Einfach aus zeitlichen Gründen. Was haben wir? Die Bibliothek von Arlington. Will ich da noch reingehen? Halt! Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der stählernen Bruderschaft. Verlassen Sie es auf der Stelle. Nee, ruhig Blut. Ich habe nur die Gegend hier erkundet. Sie müssen unglaublich tapfer sein, wenn Sie alleine hier herumstreifen. Plündern Sie etwa die Ruinen? Ich verwende alles, was ich finde, wie alle anderen auch. So wie wir alle. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich bin Obergelehrter Yearling vom Orden des Worts. Ich habe einen Vorschlag für Sie, falls Sie interessiert sind. Das interessiert mich. Ich will mehr darüber wissen. Gut. Ich habe die Aufgabe, die Schriften unserer Ahnen zu sammeln, um die Archive der Bruderschaft in der Zitadelle zu vervollständigen. Die meisten Bücher aus der Zeit vor dem Krieg wurden zerstört, aber einige haben überdauert. Doch in diesen Ruinen ein Buch zu finden, ist schwierig. Ich könnte die Ruinen von 1 Million Neulingen durchkämmen lassen, ohne jemals alle unversehrt gebliebenen Bücher bergen zu können. Und ich soll Ihnen beim Sammeln der Bücher helfen, richtig? Genau. Das gesammelte Wissen eines untergegangenen Zeitalters ist wertvoller als jede Waffe. Kehren Sie daher mit allen unversehrten Büchern zurück. Ich werde Sie für alle Bände entlohnen, die Sie mir bringen. Denken Sie darüber nach und kommen Sie wieder, wenn Sie mir Bücher anbieten können. Ich habe Vorkriegsbücher für Sie. Ausgezeichnet. Wie viele wollen Sie mir zum Tauschhandel anbieten? Nehmen Sie ruhig alle Bücher, die ich habe. Gut, hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Was tun Sie in dieser Bibliothek? Wir haben das Gebiet als lokale Operationszentrale für das Projekt eingerichtet und können alle Bücher mit den hiesigen Computersystemen aufzeichnen. Danach schicken wir Sie mit einer Eskorte zur Zitadelle zurück, damit Sie dort in die Archive überführt werden. Warum sammeln Sie Bücher? Bücher repräsentieren das gesammelte Wissen der Welt von einst. Von Kinderbüchern bis hin zu detaillierten technischen Handbüchern ist alles von Wert. Indem wir Gelehrten dieses Wissen sammeln und aufzeichnen, können wir es analysieren und für die Ziele der Bruderschaft nutzen. Worin diese Ziele bestehen, entscheidet einzig und allein unser Ältester. Moment, gibt es ein Problem mit den Ältesten? Es steht mir nicht zu, am Ältesten Lyons Kritik zu üben. Außenstehenden will ich nur verraten, dass er kein Traditionalist ist. Das ist alles. Der Stahl sei mit Ihnen. Und da kommt es ja zum Beef innerhalb der Bruderschaft. Naja, jetzt gucken wir uns doch direkt einmal hier noch um. Vielleicht finden wir noch irgendwas mega Tolles hier drin. Mal schauen, wie einfach das hier wird.
Wenn es dann immer irgendein ein Wort wäre, das einigermaßen Sinn macht. Oder ist mir das bisher entgangen, dass die Wörter Sinn machen, die dann hier das Ganze entsperren? Ich weiß es nicht. Mal aufpassen, falls wir das hier geknackt kriegen. Ja, ich muss mehr auf Computer noch gehen, damit das einfacher wird. Minded. Kein Zugang. 0 von 6, korrekt? Ach so. Haben die alle 6 Buchstaben? Ja. Ah, einer korrekt. Die Frage ist, welche? Vorher hatte ich minded. Da war 0 korrekt. Also, schätze ich... H-A-R... Ja, super. Alle aus das D. Auch einer. Ah, scheiße. Sperrung erfolgt. Fuck. Ah, ist so fies. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Aufhören! Was denn? Oh, da steht ja noch einer. Hier gibt's für Außenstehende nichts zu sehen. Sehen wir uns noch einmal um. Ah, das wollte ich gar nicht. Da. Spielzeugauto, ich nehme es mit. Ich werde es niemals brauchen, aber ich nehme es mit. Auch nicht. Du bist tot, Dreckskerl! Ja, nicht. Was jetzt? Wo kommen die jetzt her? Super schön. Jetzt habe ich da noch ein bisschen Munition für Sturmgewehr. Ist auch nicht übel. Wo kommen denn jetzt die Raider auf einmal her? Ah, nehmen wir noch eins mit. Ich habe zwar eilig genug von den Sturmgewehren, aber was soll's. Vorkriegsbuch, Vorkriegsbuch. Wer bist du? Paladin. Brother of Steel Paladin. Warum heißt einer so, der andere so? Mach auf. Haben wir alles. Ah, okay, jetzt gehen die da rein. Gut, dann bin ich da wenigstens nicht allein. Hier gibt es bestimmt auch irgendwelche Heftchen zu finden. Ich hoffe, ich übersehe die nicht. Doch. Pfeil. Sehen in Amerika so Büchereien aus? Also mit. Das ist ja schon fast klassenzimmermäßig hier. Ich zerreiß. Ihr macht sich schon. Gemein. Ein Notenheft.
greift. Oh, Granaten. Tja, den hat's zerbröselt. Ich nehme sie trotzdem mit. Ich werde es zwar noch nicht benutzen, ich mache das so, dass ich die Power-Rüstung erst anziehe, wenn ich das von der Bruderschaft gelernt habe. Auch wenn es jetzt irgendwie geht. Weißt du noch immer nicht warum. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Vollkicks-Bücher gefunden. Das ist ja gar nicht so übel. Scheiß. Naja. Dann gibt's wieder ein bisschen Kohlen. Okay, ich glaube, hier waren wir auch. Immer noch da reingucken, immer nur Nuka-Cola drin. Naja, das Quantum wurde da noch nicht, glaube ich, hier so weit verbreitet verkauft. Hallo. Servus. Hier ist auch wieder diese creepy Musik. Dabei sind wir doch in einer schönen Bücherei. Es muss gar nicht so creepy sein. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt die... Oh, Nase. Die noch ab. Willkommen zurück. Was? Ja, ich habe Volksbücher. Nehmen Sie ruhig alle. Gut, hier ist die Belohnung. Können. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Das ist so wie das mit den technischen Dokumenten im Vorlauf hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder ein kleines Päuschen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns morgen wieder bei Fallout 3.